Uhu. Hier ist Voodoo. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerauscht, seid wohlauf und gut gelaunt. Das Thema heute ist Silber. Es gibt bis Dienstag noch die Aktion, dass ihr extrem viel Silber ernten könnt, wie ihr jetzt hier gleich auch in dem Spiel seht. Dazu habe ich gleich mehrere Tipps. Zum einen ist es so, ich habe extra den Anfang drin gelassen. Ihr seht hier, da sind ganz viele Computerbots dabei. Wenn ihr jetzt nachts in Ära 3 fahrt, mein favorisierter Panzer dafür ist der MBT-70. Wer den nicht kennt und sich überlegt, den zu kaufen, ich habe da auch ein Video gemacht, eine Panzervorstellung, Kampfpanzer 70. Könnt ihr euch den auch erstmal angucken. Es geht aber auch mit jedem anderen Panzer. Also ja, aber mit dem, finde ich, ist es halt echt krass, was man da an Silber einfahren kann. Ich arbeite hier auch mit einem Zweifach-Silber-Boost. Das nur nochmal zur Info. Gut, ja, habe ich schon gesagt, glaube ich. Wichtig ist natürlich, dass ihr viele Siege habt, weil nur beim Sieg bekommt ihr richtig krassen Silberboost, weil ihr müsst mehr als 1000 EPs reinholen, dann greift dieser Boost. Das ist bei einer Niederlage zwar auch möglich, aber da müsst ihr dann schon echt die absolute Killerrunde haben. Bei einem Sieg ist es dann doch etwas einfacher. So, da geht der erste Gegner auf. Vorne aufs erste Kettenrad quer schießen und dann sind die ersten 760 Schaden drin. Das Problem, wenn man halt nachts spielt, die Bots, die nebeln halt ohne Ende. Und das ist manchmal ein bisschen doof. Ja, ihr seht schon jetzt hier, genau. Das sieht man leider erstmal nichts. Muss man warten, bis der Rauch verflogen hat und dann so lange in Sicherheit gehen, dass da auch keine Rakete irgendwie reingejodelt kommt. Und sobald man was sieht, halt wieder vorfahren. Da gehen die ersten Gegner auf. Der hat einen Turm quer gehabt und dann war auch nicht der, kleinere M1, der stand quer. Ja, und so sind dann schon 2500 auf der Uhr. Blind hat leider nicht getroffen. Aber das mache ich oft. Also ich mache oft Blindshots, weil es gibt eigentlich nichts Schöneres, wie wir ihn dann treffen. Auch der erste Kill. Achso, genau. Was mega wichtig ist, ist nicht nur, dass ihr gewinnt, sondern auch, dass ihr auch Kills habt. Also Schaden sowieso ist klar. Aber wichtig sind die Kills. Also je mehr Kills ihr macht, desto deutlich mehr Silber bekommt ihr, weil dadurch steigen ja auch die EP. Theoretisch ist es natürlich auch gut, wenn man nah am Gegner seinen Schaden macht. Aber ja, das ist halt manchmal dann schwierig. Gerade im Cold War mit dem True Vision. Man kann über die ganze Map schauen. Man muss halt gucken, dass man im Spielgeschehen eingreifen kann, seinen Schaden machen. Und dann muss man auch nicht so ganz nah vorne dran fahren. Da ist schon wieder so ein Nebelhund. Jetzt habe ich gesehen, oben bricht ein bisschen was durch. Aber da rechts sind auch noch zwei. So, dann sind jetzt 3900 knapp an Schaden drauf. Jetzt sind wir leider nicht gesessen. Da war dann die Shell Velocity doch nicht schnell genug, scheinbar. Ehrlich gesagt hat mich gewundert, dass der Schuss gesessen hat, weil ich habe doch für meinen Geschmack relativ weit vorgehalten. Aber war in dem Fall wohl in Ordnung. Gut, jetzt habe ich natürlich gesehen, dass die Capping-Bots hier in der eigenen Base stehen. Und deswegen, wie immer, sobald ihr seht, dass gecappt wird, fahrt bitte zurück. Und verteidigt eure Base. Es gibt nichts Nervigeres, wie wenn man so ein Spiel verliert. Weil vor allem, ihr seht ja, es sind ja noch 8 Gegnerpanzer im Spiel und gerade im Cold War Ära 3, da sind es, ja, keine Ahnung, das können ja theoretisch 8 mal 4000, das können 32.000
Kulturpunkte noch sein. Klar, die sind nicht alle full life, aber es ist auf jeden Fall noch genug dran. Das ist eine blöde Bodenwelle gewesen. Und da hat mich eine Rakete erwischt, aber zum Glück nicht richtig penetriert. Er ist quer gefallen. Das war der Hund. Gut, dann war der... Oh, habe ich jetzt gar nicht richtig drauf geguckt. Genau, das war jetzt der dritte Kill. In dem Fall habe ich jetzt natürlich probiert, ich habe gesehen, hinter mir sind noch zwei, dass ich irgendwie seitlich an den drankomme und probiere halt an ihn vorbeizufahren. Jetzt wollte ich ihn hier mal so ein bisschen rammen, um dann halt eben vorbeizufahren. So, jetzt sind 6200 auf der Uhr. Der vierte Kill. Da unten steht einer. Schon anvisieren. Da kam dann einer, der kam für mich aus dem Nix, auch wieder gleich genebelt. Das ist manchmal echt ätzend. 8 zu 4. Das ist immer super. Da hätte ich schneller müssen. Aber gut, weil ich nicht reingelaufen. Und jetzt habe ich es komplett verkackt. Guck mal, wo der Gegner aufgeht. Oder nee, er war, glaube ich, vorher schon auf. Seht ihr, jetzt habe ich es im Replay genauso verpasst wie im Spiel. Er war eben auf. Ich habe mir das Replay jetzt hier schon zum zweiten Mal angeguckt. Er war oben irgendwo bei B4-5. Und ja, die Info hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber jetzt geht er gleich auf, da oben. Genau, und dann drehe ich auch um. Probiere dann nochmal ein bisschen was abzusnacken. Raus. Also es sind nur 8500, das ist jetzt gar nicht so viel, aber halt eben, was waren es jetzt, 5 Kills, glaube ich. Ja, und jetzt passt mal auf, was das für ein Silberertrag ist. Ist das geil? Also von daher, nutzt es, Jungs. Nutzt es. Es geht auch, wie gesagt, tagsüber, das ist jetzt ein Spiel von gerade eben. Mit dem Light macht er natürlich nicht ganz so viel Silber, weil der auch keinen Boost hat. Das ist ein Tech Tree Light, das ist dieser Bulldog. Der MBT-70 hat ja nochmal 50% Silberboost. Ach so, genau, vielleicht auch noch eins. Ich bin mit der Season auch durch und bekomme da ja auch nochmal ab Stufe 124, bekommt ihr ja nochmal 25% mehr Silber. Und ich bin, glaube ich, bei 128 oder so. Also wirklich das Maximale, was geht. Spielt dann die Karten. Dass ich mit einem Zweifach-Silber-Boost fahre, habe ich, glaube ich, schon erwähnt gehabt. Ich glaube, ich hatte sogar auch noch einen EP-Boost drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die EPs, wenn man die auch nochmal boostet, auch nochmal einen positiven Einfluss auf den Silberertrag haben. Wer das genau weiß, kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Na, leider nicht gut getroffen. Gut, zurück zu dem Spiel. So, und dann stehen da die Gegner und fahren halt auch nicht weg. Gut, den habe ich jetzt gekettet. Und er fährt halt wieder vor, ne? Ist halt manchmal echt nicht nachzuvollziehen, ne? Der kriegt Schüsse ohne Ende und er fährt quer halt raus. Das war schlecht gezielt. Auf Kette gesetzt. Nochmal einen reingeballert. Und da haben sie jetzt auch mal blind hier in den Busch geballert. Ja, nein. Und das ist halt der Nachteil. Der Vorteil ist natürlich, ich gehe nicht auf, wenn ich hier schieße. Aber der Nachteil ist, man sieht halt nicht, wo fängt der Felsen bei denen da vorne an und wo nicht. Vielleicht auch, weil mich manchmal Leute anschreiben, macht es denn Sinn, dieses eine Zubehörteil einzubauen, dass man die Umrandung sieht? Ja, es macht definitiv Sinn, weil wie ihr hier seht, ohne dieses Zubehör würdet ihr das Chassis ja gar nicht sehen.
Also könntet ihr hier an der Stelle so gar nicht arbeiten. Da müsst ihr dann immer so stehen, dass ihr direkten Sichtkontakt habt. Und genau das ist es ja manchmal, was man vermeiden sollte, dass man halt eben aus einer Deckung heraus schießen kann. Und es geht nur, wenn ihr das Chassis seht. Deswegen, also dieses Zubehör ist definitiv absolut sinnvoll. Jetzt habe ich gesehen, da ist ein Light von uns, der hier mit 1-2 Gegnern kämpft. Und dann würde ich sagen, Attacke! Und der Bulldog ist ja auch richtig schnell, wie ihr seht, der fällt knapp 90. Und dann, der Gegner, der hat natürlich Glück, ja, hat nur Augen für den anderen, keine Augen für mich. Das hat natürlich fleißig Stange und nehmen dafür auch raus. So, der erste Kill ist da. Es sind mittlerweile 2300 auf der Uhr. Da ich offen war und die zwei Mediums da bei, was ist das? H5. Die haben wahrscheinlich erwartet, dass ich rechts an dem Stein vorbeifahre. Da dachte ich mir, nö, das mache ich nicht. Und dann habe ich die probiert so und dann kommt mir ein Light entgegen. Und ich leider ein bisschen Pech beim Zielen. Aber dann halt RAM. Hat ihm seine Geschwindigkeit rausgenommen. Und dann könnte er halt schon abernten. Wobei abernten, das wäre jetzt ganz schlecht. Mit Auto-Aim, der ist quer gefahren. Was ich immer sage, macht's nie. Und der war einfach scheiße gezielt. Gut. Also, und jetzt zeige ich euch, was man nicht machen sollte. Und zwar gegen einen Stein schießen. Das macht keinen Sinn. Okay, aber er hat es gar nicht mitgeschnitten. Ne? So viel zum Thema Minimap. War eigentlich klar, dass ich da jetzt langkomme. Jetzt habe ich probiert, den Light zu geiern. Und, aber dann stand der andere halt im 90-Grad-Winkel quer. Und ich habe gedacht, okay, nehmen wir den sicheren Schuss, weil er da schön quer und langsam unterwegs. Da konnte ich ja nochmal zwei Schüsse reindrücken. Da oben ist der FV. Von dem wollte ich mir jetzt keine Schelle einfangen, weil der macht auf jeden Fall über 1000 Schaden. Ich glaube sogar 1400. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, die beiden Mediums auf der Minimap, die auch an dieser Auffahrt da sind, da habe ich gehofft, dass die jetzt hinter mir herpreschen. Haben sie aber nicht so richtig gemacht. Und da war er eben ganz kurz die Silhouette zu sehen von dem Jagdpanzer. Und da habe ich halt gedacht, okay, komm, vielleicht kann ich da mal ein bisschen draufballern und den anderen da unten helfen, weil er war eben zwei, dreimal war die Silhouette zu sehen. Und jetzt sind die Mediums zu. Der Light ist durchgefahren. Und jetzt kommt aber gleich der Jagdpanzer. Und ehrlich gesagt, wo der Schuss hingegangen ist, habe ich keine Ahnung. Schwierig. Gut, und jetzt steht es 5-5, also knappe Kiste. Ich habe aber noch eigentlich ganz gut HP und dachte mir, okay, komm, die beiden Mediums, auf die gehe ich jetzt. Und da habe ich jetzt halt probiert, den rauszunehmen. Und hinten stand noch einer. Und deswegen habe ich mich probiert zu verpissen. Ich wäre vielleicht, naja, schwierig. Schwierig, schwierig. In dem Fall ging es gut. Dann hatte ich aber auch ein bisschen Glück, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier habe ich dann in dem Moment einen Schlenker gemacht. Habt ihr vielleicht kurz gesehen, als ich gemerkt habe, okay, ihr könnt jetzt gleich schießen. Und jetzt sehe ich natürlich die beiden da hinten stehen da. Gehen jetzt wahrscheinlich auch davon aus, dass ich auf die zufahre. Und von daher Handbremse rein und gerade wieder zurück. Der Medium wird ja von den Leuten bespaßt, die oben auf dem Hügel stehen. Und da ist ja auch noch der Jagdpanzer. Und da hatte ich dann auch richtig kalkuliert. Der hat dann im Prinzip das erste dann zu mir gezeigt und konnte schön mich hinter ihn stellen. So, jetzt steht es 4-2. Es sind 5300 auf der Uhr. Zwei Kills zwar nur, aber schon ordentlich Damage gemacht. Da steht der Gegner. Ich habe aber nur noch 400 HP. Und von daher wollte ich jetzt nicht kopflos irgendwo reinjodeln. Jetzt habe ich gesehen, der Medium will es wissen und er will unbedingt auf den Jagdpanzer. Und das sind so Situationen, da müsst ihr dann halt klug spielen und hier einfach ohne, komplett ohne, ohne Gefahr. Ihr seht, der hat für euch keine Augen, also easy reinsnacken. Es waren auch nochmal zwei Schüsse. Der Jagdpanzer hat ihn rausgenommen. Jetzt steht es 4-1. Ich nehme mal so viel vorweg, das Ding haben wir dann natürlich dann auch gewonnen. Die anderen beiden da oben waren echt ein bisschen sehr passiv. Die hätten jetzt definitiv mal ein bisschen vorfahren können. Und jetzt haue ich die Ration rein, habe ihn direkt aufgemacht. Und ja, gehe natürlich drauf. Bei dem Bulldog ist es halt so, er ist halt wirklich schnell. Er fährt knapp 90.
hatten eigentlich ein bisschen Pech. Leider nur ein Kettentreffer. Und der FV nimmt ihn dann raus. Dann waren es dann 5900 knapp. Zwei Kills. Und jetzt werdet ihr sehen, auch nicht schlecht vom Silberertrag. Nicht zu vergleichen mit dem MBT, keine Frage, weil der hat ja diesen Silberboost. Aber für einen Tech-Tree-Panzer 920.000 Silber. Auch hier hatte ich wieder einen Silberboost drin. Gut, Leute, dann ja, mache ich es ganz kurz. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Bleibt gesund und munter und nutzt es noch. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Gerade im Cold War könnt ihr, wie ihr gesehen habt, sehr gut Silber farmen. Dann würde ich sagen, bis demnächst. Tschüss.